This is the motto of the show, Hour of the Truth. Rome never changes. They used to call us heretics and sent the Inquisition to kill us. Today they call us terrorists and send on their crusades. Times and methods may have changed, but the goal still stays the same. Extirpate the remnant of the true Word of God, Bible-believing people who uphold the truths of Jesus Christ's name. Suffering at the hands of Rome, 'cause they believed in Christ alone. They died through Europe, especially Spain, for they saw all but Christ in vain. He suffered by his death for men, to save them from their awful sin. 600 years of martyred saints that history cannot erase. With iron heel and iron hand, the Roman popes rule the land. Those ignorant of history may be swept into apostasy. We won't be lulled by Rome's sweet lie, with 50 million reasons why. Salvation is by faith alone, in Christ alone, by grace alone. A sovereign God give faith to man. Salvation's in the Maker's hand. This gospel offends Rome today. They offer up another way, a counterfeit, a compromise. Beware the ancient papal lie, with such a cloud of witnesses who by grace died in their Lord. Recall their memory to say, by the same faith we live today. Hallo, moin moin und herzlich willkommen zum nächsten Teil der Geschichte der Inquisition im Mittelalter von Henry Charles Lear. Teil 37 ist das jetzt hier, wo wir uns zur zweiten Lesung in das 8. Kapitel begeben. Immer noch im ersten Band der 3 Bände. Und ich wollte nochmal eben sagen, was mir letztes Mal zwar aufgefallen ist, aber wo ich gar nicht richtig tief drauf reingegangen bin, was ich jetzt auch nicht tun werde, aber was hier, dass ich mal ein bisschen überlegen sollte, ist, dass wir hier gerade gelernt haben, wo die Berufsgruppe der Notare herkommt. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen, das ist heute eine, ich sag mal, in unserer Gesellschaft, ne, in der wir leben, allgemein, eine zwischen Anführungszeichen angesehene Gruppe von Berufen, ja, die oftmals immer noch von Vater auf Sohn übergeben wird, was man auch studieren kann. Und alle Leute gehen ehrfürchtig zu den Notaren hin und sagen, oh, Herr Notar und dies und das. Und die Notare verwalten im Grunde Vermögen. Ja? Und hier tauchen die Notare auf als diejenigen, die die Schriftführer sind, wenn wir es mal so sagen wollen, der Inquisition damals. Also wenn man sich mal jetzt das anschaut, wo diese Berufsgruppe herkommt, dann finde ich das eigentlich ganz interessant, warum heute die Leute immer noch so mit Ehrfurcht angesprochen werden. Ja? Notare, eine Berufsgruppe, die sich darauf aufbaut, Teil gewesen zu sein der Inquisition. Die Schriftführer der Inquisition. Ja? Wie gesagt, auf Seite 423, Notare, Protokolle, das passt eben zusammen. Und ich wollte mal sehen, das ist mir irgendwie letzte Woche zwar kurz aufgefallen, aber ich habe da nochmal, ich habe da kurz drüber nachgedacht, ich sage von, tja, können wir mal wieder sehen, wo diese Berufe auch herkommen. Ne? Und das ist doch manchmal ganz interessant, dass man sich solche Dinge auch mal ein wenig genauer anschaut. Nun, es gab hier noch eine Fußnote. Und die Fußnote
spricht von der besonderen Wichtigkeit, die man dem Amte des Notares beilegte. Und die Beschränkung der Mitgliederzahl dieses Berufs ergibt sich aus Privilegien, durch welche einzelne Päpste gelegentlich anderen Prälaten die Ernennung von Notaren gestatteten. Also anderen Päpsten wurde die Ernennung von Notaren gestattet. Das heißt, der Notar wurde direkt vom Prälaten, also von kirchlichen Würdenträgern, soweit es sowas gibt, wurden davon berufen. Also der Beruf des Notars war auch direkt von der Kirche abhängig. Und das ist ein weiterer Punkt, den ich wichtig finde, sich mal zu überlegen, wenn man eben in unserer heutigen Welt so lang es geht und eben so sieht, wo sich Notare niedergelassen haben. Ich bin gerade gestern mit meiner Mutter in Löwen gewesen. Wir sind mal die Einkaufsstraße runter und ich habe wir haben ein bisschen rumgeshoppt und was ein bisschen Klamotten gekauft, weil man braucht ja aber was zum Anziehen. Und da sind wir auch an einem Haus vorbeigegangen, das mir auffiel, Notareshaus. Und da standen 8 oder 9 Namen drauf. Und das war ein sehr schönes Haus, sehr gut restauriert, sehr gut instand gehalten, mit goldener Namentafel draußen dran, alles drum und dran. Und ja, wenn man dann hier sowas liest, dann erscheint das alles auf einmal in einem ganz anderen Licht. Ja? So ist ein päpstliches Dekret, fährt die Fußnote fort, vom 27. November 1295 vorhanden, wodurch Boniface VIII. Den Erzbischof von Lyon ermächtigte, 5 Notare zu ernennen. Desgleichen eins vom 28. Januar 1296 an den Bischof von Amiens, 2 zu ernennen. Im Jahre 1286 beklagte sich der Dominikanerprovinzial von Frankreich bei Honorius IV. Über die geringe Anzahl der Notare im Königreich und wurde ermächtigt, 2 neue zu ernennen. Also teilweise wurden die direkt von den Päpsten ernannt und das erklärt dann auch, warum solche Berufe über Jahrhunderte in der Familie geblieben sind. Weil ich dachte, bis vor etlichen Jahren, zumindest so ist es hier so in Belgien, war es sehr, sehr schwierig, den Beruf des Notars auszuüben, wenn man nicht aus einer Notarsfamilie kam. Na? Geht also immer so von Vater auf Sohn über. Es bleibt eine eigene Zunft. Um mal wieder das Wort zu gebrauchen, das wir ja so schön in diesem deutschsprachigen Film über die Entnazifizierung kennengelernt haben, wo wir sehen, dass all die Richter und Staatsanwälte und Anwälte eben auch aus einer Zunft kommen. Ne? Und jeder kennt sich in der Zunft. Wir wissen ja, was wir von der Zunft zu halten haben. Das war nochmal eben rückblickend auf die letzte Lesung dazu. Nun, im letzten Absatz auf Seite 423 fährt der Autor fort und sagt, die Riesenmasse von Dokumenten, die diese unzähligen, fleißigen Hände aufhäuften, war der Gegenstand wohlberechtigter Sorgfalt. Schon bei Beginn der Wirksamkeit der Inquisition erkannte man, wie wertvoll schriftliche Aufzeichnungen seien. Im Jahre 1235 hören wir, dass die Geständnisse der Reumütigen fleißig in bestimmte, zu diesem Zwecke geführte Bücher aufgezeichnet wurden. Das wurde bald allgemeine Sitte und die Inquisitoren wurden angewiesen, in jedem Falle sorgfältige Protokolle von allen ihren Prozessen aufzubewahren, von der ersten Vorladung bis zum Schlussurteil, und ein Verzeichnis aller derjenigen Personen herzustellen, die den einem jeden auferlegten Eid leisteten, nämlich den Glauben zu verteidigen, also den römisch-katholischen Aberglauben, und die Ketzerei zu verfolgen, also die Bibeltreuheit zu verfolgen. Wir wissen ja, aus der Sicht Roms ist eben alles umgekehrt. Die Ketzer von Rom sind die Heiligen der Kirche, der wahren Kirche, Jesus Christus. Die Ketzer von Rom sind die Heiligen der Bibel. Ich sag's mal so, dass da kein Missverstand entsteht. Die Wichtigkeit, die man diesem Verfahren beilegte, ergibt sich aus der häufigen Wiederholung des Gebotes und aus der weiteren Vorsichtsmaßregel, dass von allen Papieren ein Duplikat angefertigt und eine Abschrift an einem sicheren Orte oder bei dem Bischof aufbewahrt werden sollte. Mit welch mühsamer Sorgfalt diese für die Praxis nutzbar gemacht wurden, geht hervor aus dem Buch der Sentenzen der Inquisition von Toulouse. Sentenzen sind also Urteile, kommt aus dem englischen Sentence, das vom Jahre, kommt wahrscheinlich aus dem Lateinischen, von das Englische abgeleitet ist, aber wenn ich das in Deutsch lese, Sentenzen, dann verbinde ich das mit dem englischen Wort Urteile.
Also, mit welch mühsamer Sorgfalt diese für die Praxis nutzbar gemacht wurden, geht hervor aus dem Buch der Sentenzen der Inquisition von Toulouse, das vom Jahre 1308 bis 1323 reicht und von Limborch gedruckt worden ist. Limborch ist der Autor, der ein englisches Inquisitionswerk erstellt hat, das ich mal angefangen habe auf meinem zweiten deutschen Kanal, also dem Jogglers War und Disinfo, dem zweiten gemischten Kanal von mir zu lesen. Ich habe es aber nicht fortgesetzt, weil es war mir einfach zu schwierig und es hat sich ehrlich gesagt kein Schwein für die Lesung interessiert. Aber das ist ein wundervolles Werk, was ich jedem nur anraten kann, neben diesem Werk auch mal zu studieren. Philipp von Limborch ist der Autor, wenn ich mich richtig erinnere. Und er hat das Buch geschrieben gegen Ende des 17. Jahrhunderts, 1600 und hat es damals der Königin und dem König von England gewidmet. Das war der Prinz von Oranien, den ihr vielleicht auch noch kennt. Ne? Der Prince of Orange, der damals England regiert hat. Ja? Und der hat halt dieses Buch der Sentenzen der Inquisition von Toulouse, das zwischen 1308 und 1323 diese Aufzeichnungen macht, gedruckt. Am Ende desselben Buches findet sich ein Verzeichnis von 630 verurteilten Verbrechern, die nach ihrem Wohnsitz alphabetisch geordnet und mit Hinweisen auf die Seiten versehen ist, auf denen ihre Namen vorkommen, sowie einer kurzen Erwähnung der verschiedenen, einem jeden auferlegten Strafen und aller späteren Abänderungen der Strafe. So war der Beamte, welcher in Bezug auf die Einwohner eines Dorfes sich zu unterrichten wünschte, in den Stand gesetzt, mit einem Blicke zu sehen, wer von ihnen schon einmal im Verdacht gestanden hatte und was mit ihm geschehen war. Eine Angabe in demselben Buche wird die Vollständigkeit und Genauigkeit dieser Berichte veranschaulichen. Im Jahre 1316 wurde eine alte Frau vor den Gerichtshof gebracht. Beim Nachschlagen stellte sich heraus, dass sie im Jahre 1268, also fast 50 Jahre vorher, eingestanden und die Ketzerei abgeschworen hatte und begnadigt worden war. Das verschlimmerte nun ihre Schuld. Das unglückliche Geschöpf wurde zu lebenslanger Gefangenschaft in Ketten verurteilt. So häufte im Lauf der Zeit die Inquisition eine Fülle von Personalnotizen auf, die nicht nur ihre Wirksamkeit bedeutend erhöhte, sondern sie jedermann zu einem Gegenstand des Schreckens machte. Die Gütereinziehungen, also die Konfiskation sämtlicher Eigentümer der Person, und die Entziehung der Fähigkeit, gültige Rechtshandlungen vorzunehmen, womit wir heute sagen, er ist aus seinen Bürgerrechten entsetzt worden, womit, wie wir später sehen werden, die Nachkommen gestraft wurden, machten die Geheimnisse der Familiengeschichte, die so sorgfältig in den Archiven der Inquisition aufbewahrt wurden, zu einem Mittel, zu jedem Augenblick einen vernichtenden Schlag nach dem Haupte eines jeden zu führen. Und die Inquisition hatte eine höchst lästige Art, unangenehme Tatsachen über die Vorfahren derjenigen zu entdecken, welche ihren Unwillen und möglicherweise ihre Begehrlichkeit erweckten. Als im Jahre 1306 während der Unruhen zu Albi der königliche Viguier, der Statthalter, die Sache des Volkes unterstützte, erklärte der Inquisitor Gottfried von Ablis in einem offenen Briefe, er habe aus den Aufzeichnungen herausgefunden, dass der Großvater des Statthalters ein Ketzer gewesen und dass folglich sein Enkel unfähig sei, ein Amt zu bekleiden. So war die ganze Bevölkerung dem heiligen Offizium auf Gnade und Ungnade preisgegeben. Die Versuchung, die Aufzeichnungen zu fälschen, wenn es galt, einen Feind zu vernichten, war außerordentlich stark. Und die Gegner der Inquisition trugen kein Bedenken zu erklären, dass man derselben häufig nachgebe. Im Jahr 1300 erklärte Bruder Bernhard de Lisieux im Namen des ganzen Franziskanerordens von Languedoc in einem förmlichen Dokumente nicht nur, dass die Berichte kein Vertrauen verdienten, sondern auch, dass das der allgemeine Glaube sei. Wir werden später Tatsachen kennenlernen, welche diese Behauptung völlig rechtfertigen. Das Misstrauen des Volkes wurde gesteigert durch die eifersüchtige Geheimhaltung, welche den Besitz von irgendwelchen Papieren, die sich auf das Prozessverfahren der Inquisition oder auf die Verfolgungen der Ketzer bezogen,
für jeden zu einem mit Exkommunikation zu bestrafenden Verbrechen machte. Auf der anderen Seite war die Versuchung für diejenigen, die in Gefahr schwebten, gleichfalls stark, die Archive zu zerstören, und die Versuche, es zu tun, zeigen die Bedeutung, die man dem Besitz der Papiere beilegte. Schon im Jahre 1235 machen die Bürger von Narbonne einen Aufstand gegen die Inquisition, wobei sie alle Bücher und Protokolle sorgfältig vernichten. Der Befehl des Konzils von Albi im Jahre 1254, Duplikate anzufertigen und die an einen sicheren Ort zu bringen, war zweifellos verursacht durch eine andere erfolgreiche Anstrengung der Ketzer von Narbonne im Jahre 1248. Bei Gelegenheit einer Versammlung von Bischöfen in jener Stadt, also Narbonne, wurden nämlich ein Schreiber und ein Bote, welche Protokolle mit den Namen von Ketzern trugen, erschlagen und die Bücher verbrannt, was Veranlassung zu vielen lästigen Fragen in Bezug auf gegenwärtige und zukünftige Verfolgungen gab. Um das Jahr 1285 machten zu Carcassonne die Konsuln der Stadt und mehrere ihrer führenden Geistlichen eine Verschwörung, um die Inquisitionsprotokolle zu vernichten. Sie bestachen einen der Diener, Bernard Garrick, das ist hier schwierig zu lesen, der Name, Bernard Garrick, sie zu verbrennen. Ja. Sie bestachen einen der Diener, Bernard Garrick, um sie zu verbrennen. Aber die Verschwörung wurde entdeckt und ihre Urheber wurden bestraft. Einer von diesen, ein Advokat namens Wilhelm Garrick, schmachtete vor seiner endgültigen Verurteilung im Jahre 1321 etwa 30 Jahre lang im Gefängnis. Nicht die unwichtigsten unter den Beamten der Inquisition bildeten die niedrigste Klasse derselben, nämlich die Gerichtsdiener, die Boten, die Spione, die Bravi, die allgemein als Familiares bekannt sind. Ein Name, der in den Augen des Volkes eine so üble Bedeutung erhalten sollte. Der Dienst war nicht ohne Gefahr. Für die Rechtschaffenen und Friedlichen hatte er wenig Anziehendes. Aber für die Ruchlosen und Schlechtgesinnten viel Verlockendes. Nicht nur genossen alle im Dienst der Kirche stehenden Straffreiheit vor der weltlichen Gerichtsbarkeit, sondern die besondere Amtsgewalt, die im Jahre 1245 Antichrist Innozenz IV. Den Inquisitoren gewährte, ihre Familiaren wegen gewalttätiger Handlungen zu absolvieren, machte sie auch unabhängig von den kirchlichen Gerichtshöfen. Also, um das in das richtige Licht zu rücken, ins richtige Verständnis zu rücken, was hier geschrieben steht. Das heißt mit anderen Worten, die unwichtigsten unter den Beamten der Inquisition, also die niedrigsten Klassen, nämlich die Gerichtsdiener, die Boten, die Spione, die sogenannten Bravi, die allgemein als Familiares bekannt sind, die und ihre Familien werden außerhalb der Gerichtsbarkeit gestellt. Das heißt, sie bekommen das, was wir heutzutage diplomatische Immunität nennen, wenn man das damit vergleichen kann. Kann man nicht, weil diplomatische Immunität wird immer einem Ausländer verliehen, aber trotzdem ist das ein Volk unter den Völkern. Mit anderen Worten, die bewegen sich unter uns, aber müssen sich nicht an unsere Gesetze halten. Oder wenn sie sich nicht an unsere Gesetze halten, dann werden sie nicht bestraft. Da kann man ja wohl verstehen, dass viele Menschen, die von vornherein ein kriminelles Gedankengut haben, sich gerne für solche Berufe bewerben und da dann auch angenommen werden. Und man kann sich vielleicht vorstellen, was für ein Missbrauch da getrieben wird auf Kosten anderer. Man kann sich dann vielleicht auch vorstellen, dass viele Menschen vollkommen unzurecht irgendwelcher Ketzereien beschuldigt werden, weil man eben aus eigener Gewinnsucht handelte, wenn man es mit solchen niederträchtigen Personen zu tun hat, die hier mehr oder weniger, sage ich jetzt mal, zu diesen Berufsgruppen der niederen Beamtengruppe einbezogen wurden oder einberufen wurden. Ja? Antichrist Innozenz IV. Hat 1245 den Inquisitoren gewährt, ihre Familiaren, also die Bravi, die Boten, die Gerichtsdiener, die niedrigste Beamtenklasse, wegen gewalttätiger Handlungen zu absolvieren, also einen Ablass zu erteilen, zu sagen,
es ist dir vergeben und vergessen. Ja? Die Sünden, die du hier begangen hast, sind dir erlassen. Das heißt, du gehst vollkommen straffrei aus. Ja? Und das machte diese auch unabhängig von kirchlichen Gerichtshöfen. Also sind einerseits unabhängig von weltlichen Gerichtshöfen, aber sind auch noch unabhängig von kirchlichen Gerichtshöfen. Da außerdem, fährt der Autor fort, jede Belästigung der Diener der Inquisition als eine Erschwerung ihrer Unternehmungen galt, die der Ketzerei sehr nahe kam, so setzte sich jeder, der dem Angriff dieser Leute Trotz zu bieten wagte, der Gefahr der Verfolgung durch den Gerichtshof des Angreifers aus. So vollständig gerüstet konnten sie nach Belieben die schutzlose Bevölkerung tyrannisieren. Das ist genau das, was ich gerade in meinem Kommentar sagte. Und ich habe das Buch, wie gesagt, vorher noch nicht gelesen. Ich habe diesen Satz hier vorher noch nicht gelesen. Und es ist nicht schwer, sich eine Vorstellung zu machen von der Höhe der Erpressungen, die sie bei tatsächlicher Straflosigkeit dadurch ausüben konnten, dass sie mit Verhaftung oder Anklage drohten, zu einer Zeit, wo in die Hände der Inquisition zu geraten ungefähr das schwerste Unglück war, welches den Menschen, Rechtgläubigen oder Ketzer, treffen konnte. Noch furchtbarer wurde diese Geißel der menschlichen Gesellschaft, als die Familiaren das Recht erhielten, Waffen zu tragen. Die im Jahre 1242 zu Avignonet vollbrachten Mordtaten in Verbindung mit der Ermordung Peters des Märtyrers und anderen ähnlichen Ereignissen schienen den Wunsch der Inquisitoren nach einer bewaffneten Wache zu rechtfertigen. Denn der Dienst, Ketzer aufzuspüren und gefangen zu nehmen, war häufig mit Gefahr verbunden. Indessen war die Verleihung dieses Vorrechts an solche Männer wie die Familiaren, die noch dazu von jeder gesetzlichen Beschränkung befreit waren, außerordentlich gefährlich. In jenem unruhigen Zeitalter war das Waffentragen in allen friedliebenden Gemeinden streng untersagt. Schon im 11. Jahrhundert finden wir dieses Verbot in der Stadt Pistoia und 1228 in Verona. In Bologna durften nur Ritter und Doktoren Waffen tragen und einen bewaffneten Diener haben. In Mailand verbot ein Gesetz von Johann Galeazzo im Jahre 1386 das Waffentragen. Er erlaubte aber den Bischöfen, das unter ihrem Dache lebende Gefolge zu bewaffnen. In Paris verhinderte eine Verordnung aus dem Jahre 1288 die Bürger, spitze Messer, Schwerter, Schilde oder ähnliche Waffen zu tragen. Im Beaucaire verhängte ein Edikt aus dem Jahre 1320 verschiedene Strafen mit Einschluss des Verlustes einer Hand über die, welche Waffen trugen. Nur Reisende waren ausgenommen, aber sie wurden durchaus auf Schwerter und Messer beschränkt. Solche Verordnungen waren von unschätzbarem Wert für den Fortschritt der Gesittung, sie nützten jedoch wenig, solange der Inquisitor jeden beliebigen Bewaffneten und mit Vorrechten und Straflosigkeit des heiligen Offiziums bekleiden konnte. Ja, wir müssen hier doch mal kurz ein klein wenig sinnieren über das, was hier gerade steht, was wir gerade gelesen haben. Hier wird mit anderen Worten die ganze Bevölkerung entwaffnet und nur eine bestimmte kirchliche Elite darf Waffen tragen. Erinnert euch das ein wenig an heute, wo man auch keine Waffen tragen darf, nur der Staat hat das Recht, seine Bediensteten mit Waffen auszurüsten, sei es Militär, sei es Grenzschutz, sei es Polizei, die Waffen tragen dürfen. Und alle anderen dürfen es nicht. Derjenige, der eine Waffe hat, der hat Macht über denjenigen, der keine Waffe hat. Das war damals im 12. und 13. Jahrhundert so, worüber wir jetzt hier gerade lesen, und 14. Jahrhundert, also im Anfang des sogenannten Mittelalters, im Anfang des dunklen Zeitalters so, und das ist heute noch genau dasselbe. Ich will gar nicht dafür plädieren, dass wir Waffen tragen sollen, weil schließlich sagt unser Herr Jesus Christus, dass wir keinen Menschen töten sollen und dass wir auch keinen Menschen verletzen sollen. Aber das steht auf einem anderen Blatt. Es gibt immer Leute, die meinen, wenn sie nicht sich selbst verteidigen wollen, zumindest noch ihre Familie verteidigen zu wollen. Und dazu zur Not auch zur Waffe greifen zu müssen.
Ich denke nur, dass das ganze Prinzip bestimmten, gerade eben in diesem Fall jetzt mal simpel ausgedrückt, Regierenden die Macht zu geben, Waffen tragen zu dürfen und den Regierten eben nicht, das ist für mich eindeutig ein Zeichen einer Diktatur. Das ist für mich ganz eindeutig ein Zeichen der Unterdrückung. Und das haben wir heute noch ganz genauso. Das einzige Land, das ich kenne, wo das heutzutage noch anders ist, ist in den Vereinigten Staaten von Amerika, wo jeder Mensch eine Waffe tragen darf. Hier in Europa schon lange nicht mehr. Und hier sehen wir die Ursprünge, wo das herkommt. Im 12. und 13. Jahrhundert oder im 13. und 14. Jahrhundert wurden hier Gesetze gemacht, die erst in Pistoia, dann in Verona, später auch in Mailand vorkommen, dass eben das Waffentragen verboten wurde, aber Bischöfe dürfen unter ihrem Dache lebende Gefolge bewaffnen. Also die Kirche wieder mal ausgenommen. Immer die Kirche, die eine ganz besondere Rolle spielt. Wenn die Kirche dann die Wahrheit hat, warum muss sie sich dann bewaffnen für Angriffe? Die Wahrheit fürchtet doch keinen Angriff, oder? Nur mal ebenso nebenbei. Im letzten Absatz auf Seite 427 fährt der Autor fort und sagt: Aus der uneingeschränkten Verwendung von Schreibern und Familiaren, die das Volk mit ihren Erpressungen heimsuchten, ergaben sich bald Ärgernisse und Missbräuche, so dass sich schon im Jahre 1249 Antichrist Innozenz IV. Zu heftigem Tadel veranlasst sah und befahl, die Zahl derselben so zu vermindern, dass sie mit den strikten Forderungen der Pflicht in Einklang stand. In jenen Ländern, wo die Inquisition vom Staat unterstützt wurde, war nicht viel Gelegenheit für die Entwicklung übermäßiger Missbräuche dieser Art. So bezeichnete in Neapel Karl von Anjou, als er das Waffentragen erlaubte, drei als die einem jeden Inquisitor zukommende Zahl der Familiaren. Als Bernard Guidonis gegen die Reformen Antichrist Clemens V. protestierte, wies er hin auf den Gegensatz zwischen Frankreich, wo die Inquisitoren sich auf dem weltlichen Beamten verließen und mit einem geringen Gefolge zufrieden sein mussten, und Italien, wo diese Erlaubnis zum Waffentragen fast unbegrenzt war. Man fühlt sich an die Mafia von heute erinnert, wenn man das liest, ne? Dort stützte sich die Inquisition, wie wir sehen werden, in der Tat auf sich selbst und war unabhängig aufgrund ihres Anteils an den Strafen und den Konfiskationen, und es war schwer, ihr eine Beschränkung irgendwelcher Art aufzuerlegen. Antichrist Clemens V. verbot die nutzlose Vermehrung der Beamten und den Missbrauch des Rechts, Waffen zu tragen, aber seine wohlgemeinten Bemühungen fruchteten wenig. Im Jahr 1321 tadelte Johann der 22. die Inquisitoren der Lombardei. Sie gäben Anlass zu Ärgernissen und Tumulten in Bologna durch die verderbten Sitten ihrer bewaffneten, schlecht geachteten Familiaren, welche Mordtaten und andere Schändlichkeiten begingen. Als im Jahre 1337 der päpstliche Nuntius Bertrand, Erzbischof von Embrun, durch persönliches Augenschein die Wirren bemerkte, welche in Florenz herrschten und die von der Praxis des Inquisitors herrührten, die Erlaubnis zum Waffentragen auch solchen zu erteilen, welche dieselbe zum Schaden der schutzlosen Bürger missbrauchten, gestattete er ihm nur 12 bewaffnete Familiaren, mit dem Bemerken, die weltlichen Behörden würden jede für die Gefangennahme der Ketzer notwendige bewaffnete Hilfe leisten. Und doch wurde schon nach 9 Jahren gegen den neuen Inquisitor, Fra Piero von Aquia, die Anklage erhoben, dass er an mehr als 250 Männern die Erlaubnis zum Waffentragen verkauft hatte, was ihm ein jährliches Einkommen von ungefähr 1000 Goldgulden einbrachte, den Frieden der Stadt dagegen im höchsten Maße gefährdete. Demgemäß ging ein Gesetz durch, das den Inquisitor auf 6 bewaffentragende Familiaren beschränkte, den Bischof von Florenz auf 12 und den Bischof von Fiesole auf 6, von denen alle die Abzeichen ihres Herrn tragen mussten.
diese Abzeichen des Herren, die sie tragen müssen, da das Bewaffnete sind, erinnert mich an das, was man heute im amerikanischen Cop nennt. Ne? Die Polizisten, die ja diese Marke, diese Kupfermarke an ihrem Revers tragen. Ne? Weil hier die Menschen als Zugehörigkeit zum Bischof von Fiesole das Abzeichen ihres Herrn tragen mussten. Und das sind Bewaffnete, genau wie Cops, also Polizisten, auch Bewaffnete sind. Interessanter Gedankengang, das dahin zurückzuführen vielleicht. Allein der Gewinn aus dem Verkauf dieser Erlaubnisscheine war allzu verlockend. In dem florentinischen Gesetzbuch aus dem Jahre 1355 finden wir allgemeine Verordnungen, die der Versuchung in anderer Weise steuern sollten. Die Versuchung, sagen wir heute wohl, das ist ja wohl ein bisschen altdeutsch hier, deswegen habe ich das nochmal gelesen, machte der Satz nicht gleich direkt Sinn. Also nochmal, in dem florentinischen Gesetzbuch aus dem Jahre 1355 finden wir allgemeine Verordnungen, die die Versuchung in anderer Weise steuern sollten. Jeder Waffentragende, der ergriffen wurde und sich auf eine Erlaubnis berief, wurde aus dem Gebiet der Republik verbannt, auf eine Entfernung von mindestens 50 Meilen von der Stadt und musste Bürgschaft stellen, dass er ein Jahr dort blieb. Sogar dem Podesta war es untersagt, solche Erlaubnisscheine auszustellen, bei Androhung der Strafen, die auf dem Meineid ruhten, sowie einer Geldstrafe von 500 Lire. Alles das wurde als ein Eingriff in die Rechte der Kirche angesehen und bildete den Gegenstand einer der Klagen Antichrist Gregors des IX., als er im Jahre 1376 die Republik in den Bann tat. Als sich im Jahre 1378 Florenz unterwerfen musste, war eine der Bedingungen, dass der Bevollmächtigte des Papstes alle beschwerlichen Artikel aus dem Gesetzbuch rausstreichen sollte. Indessen waren die Ausschreitungen dieser streitlustigen Raufbolde zu groß, um geduldet werden zu können, und im Jahre 1386 wurde ein anderes Mittel versucht. Den beiden Bischöfen und dem Inquisitor wurde verboten, bewaffnete Familiaren zu halten, die steuerpflichtig oder in die Stammrolle der Bürger eingeschrieben wären. Diejenigen, denen man solche Erlaubnisscheine erteilte, mussten von den Vorstehern der Zünfte zu Familiaren erklärt und diese Erklärung musste jährlich durch eine ihnen ausgestellte Urkunde erneuert werden. So wurde eine gewisse Beschränkung erreicht und diese Bestimmung wurde in der revidierten Ausgabe der Statuten vom Jahre 1415 beibehalten. Dieser selbe Kampf spielte sich offenbar in allen italienischen Städten ab, welche unabhängig genug waren, um nach Abhilfe wieder die täglichen Gräueltaten zu suchen, welche die mit solchen Erlaubnisscheinen versehenen Bravi ausübten. Doch dürften Nachrichten von diesen Wirren den Geschichtsschreibern kaum zugänglich sein. Sogar Venedig, welches die Inquisition in abhängiger Stellung hielt, und klug seine Rechte dadurch behauptete, dass es die Kosten der Inquisition bestritt, fühlte die Notwendigkeit der Vermehrung der bewaffneten angeblichen Gefolgsmänner Einhalt zu tun. Im August 1450 verurteilte der Große Rat mit 14-2 Stimmen den Missbrauch, wodurch der Inquisitor 12 Personen die Erlaubnis zum Waffentragen verkauft hatte. Solch eine Streitmacht, hieß es, sei ganz unnötig, da er stets die Hilfe des weltlichen Armes anrufen könne. Daher solle er, der alten Sitte gemäß, auf 4 bewaffnete Familiaren beschränkt werden. 6 Monate später, im Februar 1451, wurde diese Verordnung auf ernstes Ansuchen des Generalministers der Franziskaner aufgehoben. Dem Inquisitor wurde dann erlaubt, die Zahl auf 12 zu vermehren, aber die Polizei wurde angewiesen, Acht zu geben und zu berichten, ob sie wirklich im Dienste der Inquisition ständen. Aimericus jedoch versichert uns, dass jeder Eingriff der Art ungesetzlich sei und dass jeder weltliche Herrscher, der sich bemühe, die Familiaren des heiligen Offiziums am Waffentragen zu verhindern, der Inquisition Hindernisse in den Weg lege und also ein Begünstiger der Ketzerei sei.
Bernard Guidonis charakterisiert in ähnlichen Ausdrücken jede Herabsetzung der Beamten unter die Zahl, welche der Inquisitor für erforderlich halte. Alle derartigen Versuche, sagt Zanchini, könnten nach dem freien Ermessen des Inquisitors bestraft werden. In dem vorhergehenden Kapitel habe ich hingewiesen auf das beanspruchte und oft ausgeübte Recht, alle dem heiligen Offizium nachteiligen Ortsstatuten abzuschaffen und auf die Pflicht eines jeden weltlichen Beamten Hilfe zu leisten, sobald er darum angerufen wurde. Diese Pflicht wurde anerkannt und durchgeführt, so dass man wohl sagen kann, die Organisation der Inquisition habe die des Staates in sich aufgenommen, da ihr alle seine Hilfsmittel zur Verfügung standen. Der Eid des Gehorsams, den der Inquisitor von allen in einer amtlichen Stellung befindlichen Personen fordern konnte und musste, dieser Eid war keine leere Formel. Die Weigerung, ihn zu leisten, wurde mit Exkommunikation gebüßt und diese führte im Falle der Hartnäckigkeit zur Verfolgung wegen Ketzerei, bei Unterwerfung aber zu demütigender Buße. Zu Zeiten wurde er von sorglosen Inquisitoren vernachlässigt, aber die Ernsten hielten darauf. Bernard Guidonis nahm ihn bei allen seinen auto da fés sämtlichen königlichen Beamten und Ortsbehörden feierlich ab. So, und diesen Satz, der hat eine ganz besonders große Tragweite. Und da will ich mal eben kurz darauf eingehen, dass wir das alle bitte richtig verstehen. Es steht hier, Bernard Guidonis nahm ihn, also den Eid des Gehorsams an den Inquisitor, den nahm Bernard Guidonis bei allen seinen auto da fés sämtlichen königlichen Beamten und Ortsbehörden feierlich ab. Ein auto da fé, meine lieben Brüder und Schwestern, wer es noch nicht weiß, ist eine öffentliche Verbrennung, ist genau das, was auf der Titelseite des Buches des ersten Bandes Geschichte der Inquisition abgebildet ist. Die Menschen, die dort am rechten Rand an diesen Pfählen festgebunden stehen, werden dort später lebendig verbrannt. Ja? Und das nennt man ein auto da fé. Und alle diejenigen Beamten, zwischen Anführungszeichen, die von dem Inquisitor jetzt hier eingesetzt werden, um dieses auto da fé durchzuführen, denen wird nochmal extra dieser Eid abgenommen. Allen königlichen Beamten, das sind ja keine kirchlichen Würdenträger oder kirchliche Beamte, sondern königliche Beamte, und die Ortsbehörden. Diesen wird der Eid noch einmal feierlich abgenommen, dass sie auch sicher nicht weigern können, die Exekution durchzuführen, wie sie von der Inquisition verurteilt wurde, ausgeführt zu werden. Also ihr versteht, warum ich es sehr wichtig finde, dass wir diesen kleinen Satz wirklich gut verstehen. Bernard Guidonis nahm ihn bei allen seinen Autodafés sämtlichen königlichen Beamten und Ortsbehörden feierlich ab. Und als im Mai 1309 Johann von Mokokchin, der königliche Seneschall des... Oh, was ist das denn? Was sind das hier für Worte? Also, der Name ist Johann von Mokokchin, Entschuldigung. Also normalerweise bin ich den Namen immer ganz gut, also hier habe ich es irgendwie mit. Als im Mai 1309 Johann von Mokokchin, der königliche Seneschall des Toulousois und Albigeois ihn abzulegen ablehnte, wurde er schnell zur Erkenntnis seines Irrtums und innerhalb eines Monats zur Unterwerfung gebracht. Ja? Also der königliche Seneschall des Toulousois und Albigeois, also Seneschall aus Toulouse und Albi, aber was ein Seneschall ist, das müsste ich jetzt mal eben nachgucken. Das müsst ihr mir mal eben nachgeben, dass ich mich mit diesen Dingen auch nicht vorher bekannt gemacht habe. Wie gesagt, ich habe das Buch ja vorher nicht gelesen. Aber ein Seneschall habe ich jetzt gerade rausgesucht und ich werde den Wikipedia-Link auch in die Beschreibungsbox dieses Videos hinzufügen, ist die historische Bezeichnung eines Hofamts,
Im Frankreich der Karolinger war es das höchste Amt. Ihm entspricht unter den deutschen Königen und Kaisern des Heiligen Römischen Reiches das Amt des Truchsessen. Also, da haben wir immer ein bisschen Worte, die man heutzutage so nicht mehr gebraucht. Aber ein Seneschall ist also ein sehr, sehr hoher Beamter. Und hier geht es halt um den höchsten Beamten aus der Region Toulouse und Albi, deswegen Toulousois und Albigeois. Wie wir gesehen haben, fährt der Autor fort, gibt Bernhard selbst zu, dass die so versprochene Hilfe auch ausgiebig geleistet wurde. Als im Jahre 1329 Heinrich von Chamais, der Inquisitor von Carcassonne, sich an Philipp von Valois um Bestätigung der Vorrechte der Inquisition wandte, antwortete der Monarch sofort mit einem Edikt, in welchem er verkündete, dass, Zitat, dass jeder und alle Herzöge und Grafen, Barone, Seneschalle, Baillis, also das sind hier Gerichtsschreiber, Polizeivorsteher, Landvögte, Burggrafen, Sergeanten und andere Vertreter der Justiz im Königreich Frankreich zum Gehorsam gegen die Befehle der Inquisitoren und ihrer Vertreter verpflichtet seien, dass sie alle Ketzer und die der Ketzerei Verdächtigen zu ergreifen, festzuhalten, zu bewachen und ins Gefängnis zu bringen, die Urteile der Inquisitoren bereitwillig auszuführen und sobald und so oft sie dazu aufgefordert würden, den Inquisitoren, ihren Vertretern und Boten sicheres Geleit, schnelle Hilfe und Unterstützung auf allen Gebieten ihrer Jurisdiktion und in allem, was das Geschäft der Inquisition betreffe, zu liefern hätten. Ende Zitat. Das ist mal eine starke Aussage, ne? Also, 1329 erlässt Heinrich von Chamais, der Inquisitor von Carcassonne, wendet sich an Philipp von Valois, also die weltliche Macht, ja, das ist der Regent von dort, der Heinrich von Chamais, wahrscheinlich sogar der französische König, müsste ich jetzt mal nachschauen, weiß ich nicht genau. Der Inquisitor von Carcassonne wendet sich an Philipp von Valois um Bestätigung der Vorrechte der Inquisition und der Monarch antwortete sofort mit einem Edikt. Also, das bestätigte, dass Heinrich von Chamais der Monarch, der König ist. Gut, gut lesen, Jörg. Dieser Monarch antwortete sofort mit einem Edikt und das kennen wir ja auch von Päpsten. Die erlassen ja auch Edikte und schreiben Syllabusse und Bullen und alles. Ein Edikt kenne ich halt normalerweise nur aus der kirchlichen Hierarchie, aber hier gibt es eben auch aus der staatlichen Hierarchie. Der König erlässt sofort ein Edikt, indem er das, und jetzt hört nochmal gut zu, was der König einem jeden dort befiehlt. Jeder und alle, Herzöge und Grafen, Barone, Seneschalle, Baillis, Polizeivorsteher, Landvögte, Burggrafen, Sergeanten und andere Vertreter der Justiz im Königreich Frankreich. Jeder und alle sind zum Gehorsam gegen die Befehle der Inquisitoren und ihrer Vertreter verpflichtet. Sie haben alle Ketzer und die der Ketzerei Verdächtigen zu ergreifen, festzuhalten, zu bewachen und ins Gefängnis zu bringen, die Urteile der Inquisition bereitwillig auszuführen, das sind wieder die Autodafés, von denen ich gerade schon mal gesprochen habe, und sobald und so oft sie dazu aufgefordert würden, den Inquisitoren, ihren Vertretern und Boten sicheres Geleit, schnelle Hilfe und Unterstützung auf allen Gebieten ihrer Jurisdiktion und in allem, was das Geschäft der Inquisition betreffe, zu liefern hätten. Ich falle hier immer wieder über dieses Wort Geschäft, wie auch, glaube ich, in der letzten Sendung schon. Es geht sich immer um Geld. Die römisch-katholische Kirche hat solche unzähligen Reichtümer versammelt, durch es den anderen Menschen abzunehmen. In diesem Falle sogenannten Ketzern, ja, durch Konfiskation, also Beschlagnahme von Gütern und allem drum und dran. Es ist ein Geschäft. Die Inquisition ist ein Geschäft und da geht man über Leichen. Da hat einer was. Oh, der befolgt vielleicht nicht die Regeln der römisch-katholischen Kirche. Da wollen wir doch mal sehen, ob wir ihn der Ketzerei verdächtigen können.
Oh, wir verdächtigen ihn der Ketzerei, wir verurteilen ihn der Ketzerei, wir haben die staatliche Hilfe, die uns hilft, diesen Mann umzubringen, wir bringen ihn um und was passiert mit all seinem Hab und Gut? Das fällt natürlich dann der Inquisition zu, die das aufteilt mit der Kirche und unter den inquisitorischen Orden. Franziskaner und Dominikaner, wie wir ja schon bereits besprochen hatten. Die reisenden Inquisitoren bekommen einen Anteil und die Kirche bekommt einen Anteil. Das Volk geht leer aus. Dem wird's genommen. Der Autor fährt fort und sagt, jede Zögerung der Staatsbeamten, Hilfe zu leisten, wenn sie dazu aufgefordert waren, wurde sofort bestraft. Man nennt das heute beim Militär Desertieren, ne? Befehlsverweigerung. Ne? Als Bonrico di Busca, Stellvertreter des Podesta von Mendrisio, sich weigerte, den Vertretern der mailändischen Inquisition Leute zu stellen, wurde er zu einer innerhalb 5 Tagen zu zahlenden Geldstrafe von 100 kaiserlichen Solidi verurteilt. Sogar der Zustand der Exkommunikation, welche die Ausführung irgendeiner Amtshandlung einem Beamten unmöglich machte, befreite ihn nicht von dieser Pflicht. Man konnte ihn auffordern, die Befehle des Inquisitors aufzuführen, wies ihn aber zugleich darauf hin, er dürfe sich deshalb nicht etwa für berechtigt halten, noch andere Amtshandlungen zu verrichten. Ich bin eben am Schauen, wie viele Seiten das noch weitergeht. Das ist noch ein anständiges Stück, was wir uns hier vorgenommen haben. Wir gehen hier kurz in eine Fußnote rein, aber da sind nur die Dokumente aufgelistet. Fußnote 1, ja, da sind nur die Dokumente aufgelistet erstmal und dann heißt es hier weiter. 28. Mai 1260 aus einer päpstlichen Bulle. Da in Frankreich das Amt eines Bailli käuflich war, obwohl es der Inhaber nicht verkaufen durfte, so liegt es klar auf der Hand, dass er sich wohl zu hüten pflegte, durch Ungehorsam gegen die Forderungen der Inquisition seinen Posten zu gefährden, sagt die Fußnote hier von dem Autoren Henry Charles Lear. Also, der letzte Satz, der zu der Fußnote führt, man konnte ihn auffordern, ja, Bonrico di Busca, die Befehle des Inquisitors auszuführen, wies ihn aber zugleich darauf hin, er dürfe sich deshalb nicht etwa für berechtigt halten, noch andere Amtshandlungen zu verrichten. Außerdem fährt der Autor fort im letzten Absatz auf Seite 431. Außerdem hatte die Inquisition in größerem oder geringerem Umfange die ganze orthodoxe Bevölkerung und besonders den Klerus zu ihrer Verfügung. Es war jedermanns Pflicht, Mitteilung zu machen über alle Fälle der Ketzerei, die zu seiner Kenntnis gelangten. Wollte er sich nicht die Strafe für Begünstigung zuziehen. Wie hatte ich es bereits vor einigen Sendungen genannt? Die Denunzianten, die Informatoren, die wir heute wieder in unserer Gesellschaft haben, mit dieser Corona-Agenda, wo Leute ausgebildet werden zu Spitzeln unter den anderen, das ist genau dasselbe. Es gibt eben nichts Neues unter der Sonne. Es war jedermanns Pflicht, Mitteilung zu machen für alle Fälle der Ketzerei, die zu seiner Kenntnis gelangten, wenn er sich nicht selber für die Strafe der Begünstigung zuziehen wollte. Das ist doch heute genau dasselbe. Verpfeif denjenigen, der irgendwas tut, weil sonst bist du ja kein politisch korrekter Bürger. Ne? Und außerdem könntest du ja sonst selbst in die Probleme kommen, wenn du einen anderen nicht meldest. Also das ist genau wie auch von George Orwell in 1984 beschrieben, ne? Und ein wenig anders zu Bilde gebracht, auch in dem Film The Body Snatchers, die, wie heißt der auf Deutsch, das weiß ich jetzt gar nicht da, die Körperjäger oder was, wo es dann um diese Außerirdischen geht, wo die Menschen da durch Pflanzen ersetzen, ganz, ganz fieser Film. Weil die Menschen da dupliziert werden und diese Duplikate dann den richtigen Menschen identifizieren können und nur noch diejenigen akzeptiert werden, die halt die Duplikate sind. Die Körperfresser. Die Körperfresser kommen, heißt der Film, glaube ich. Ist aus den 70er Jahren. Solltet ihr euch mal anschauen. Und mit solchen Dingen werden dann solche Dinge wie hier aus der Inquisition im Grunde wieder aufgenommen.
Das ist genau dasselbe. Es war jedermanns Pflicht, Mitteilung zu machen über alle Fälle der Ketzerei, die zu seiner Kenntnis gelangten, wollte er sich nicht die Strafe für Begünstigung zuziehen. Es war weiter seine Pflicht, alle Ketzer zu verhaften. Wie Bernard von Saint-Germain, warte mal, ich muss mal eben die Körperfresser kommen, aufschreiben, dann mache ich euch ein Bild von dem Film hier in das Video mit rein. So, also fährt der Autor fort und sagt, es war weiter seine Pflicht, alle Ketzer zu verhaften, wie Bernard von Saint-Germain im Jahre 1242 an sich erfahren musste, als er von der Inquisition von Toulouse verhört wurde, wegen des Vergehens, gewisse Ketzer nicht gefangen genommen zu haben, die er hätte gefangen nehmen können, und zu der Buße verurteilt wurde, Pilgerpfaden nach den Heiligtümern von Puy, Saint-Gilles und Compostela zu unternehmen. Compostela kennt ihr wahrscheinlich aus dem so berühmten Jakobsweg, ne? Santiago de Compostela, wo man da in Spanien hinpilgert. Weiter mussten die Pfarrpriester, sobald sie dazu aufgefordert wurden, ihre Pfarrkinder vorladen, entweder öffentlich von der Kanzel aus oder heimlich, je nachdem es der Fall erforderte. Und alle Urteile der Exkommunikation mussten sie veröffentlichen. Ebenso waren sie verbunden, darauf zu achten, dass die auferlegten Bußen richtig ausgeführt wurden und in allen Fällen, wo es nicht geschah, Bericht zu erstatten. Ein ganz gründliches System von Ortspolizei, das nach dem Muster der alten Synodalzeugen gebildet war, wurde im Jahre 1246 von dem Konzil zu Béziers ersonnen. Danach war der Inquisitor ermächtigt, in jeder Pfarrei einen Priester und einen oder zwei Laien zu ernennen, deren Pflicht es sein sollte, alle Häuser innen und außen, besonders alle geheimen Schlupfwinkel, nach Ketzern zu durchsuchen. Außerdem waren sie angewiesen, über die Büßenden zu wachen und für die getreue Erfüllung der Urteile der Inquisition zu sorgen. Ein praktisches Handbuch aus jener Zeit weist die Inquisitoren an, dafür zu sorgen, dass dieses System gründlich durchgeführt wurde. So standen alle Hilfsmittel des Landes, öffentliche und private, zur freien Verfügung des heiligen Offiziums, so dass ihm nichts fehlte bei seiner heiligen Aufgabe, die Ketzerei auszurotten. Soweit also, was wir bis jetzt gelesen hatten, hauptsächlich über die Hilfeleistung des Staates in der Organisation der Inquisition. Die Hilfeleistung des Staates, die man natürlich so sehen kann, dass der Staat hier willfährig dem Inquisitor gehorcht, die man aber richtig versteht, wenn man weiß, dass die römisch-katholische Kirche lehrt, bestimmt und verordnet, dass die geistige Macht über der weltlichen Macht liegt. Also mit Zwangsmaßnahmen, wie zum Beispiel der drohenden Exkommunikation, wie zum Beispiel der drohenden Selbstverfolgung unter der Inquisition, werden die zwischen Anführungszeichen Würdenträger des Staates zu Handlangern der Kirche im Auffinden der Ketzer. Das ist im Grunde nichts anderes als die Hilfeleistung des Staates, die er entweder freiwillig leistet oder aber unter Druck. Aber der Staat macht sich zum Vasall der Kirche. Meine lieben Brüder und Schwestern, was hat sich in den letzten paar hundert Jahren in der Hinsicht bitte schön geändert? Auch heute noch ist der Staat der Vasall der Kirche. Das Problem ist nur, die Menschen sehen es nicht mehr, weil sie die Kirche nicht mehr agieren sehen, weil das die versteckte Hand ist. Weil solche Orden wie die Malteserritter, die Kolumbusritter und die Jesuiten die verborgene Hand sind. Weil die die Geschicke des Staates lenken, ohne dass die Menschen, die in dem Staat leben, das sehen. Die sehen nur die Hand des Staates Dinge erlassen oder nicht. Gesetze erlassen. Zwanggesetze, Verfolgungsgesetze, Verhörungsgesetze. Wie es
haufenweise jetzt wieder kommt. Ja? Das ist alles nichts Neues. Nur der Staat, der macht das nur, weil die Kirche dahinter steht und ihm das aufträgt. Das haben wir jetzt gerade eben so gelesen, das war so in dem Bereich der Organisation der Inquisition und das ist heute noch immer so. Die Inquisition hat vielleicht offiziell vor wenigen hundert Jahren aufgehört, aber wir wahren bibelgläubigen Christen wissen, dass der Antichrist immer noch 100% regiert, dass er niemals aufgehört hat, seine Macht abzugeben, nicht in 1798, nicht in 1866, sondern dass er immer noch regiert und er tut es mit eiserner Hand. Rom regiert mit eiserner Hand, damals wie heute. Wie lange? Das ist Thema einer anderen Lesung. Aber die Zeit der Inquisition, die Zeit der Verfolgung von Menschen, die für Gewissensfreiheit, Glaubensfreiheit plädieren, Menschen also mit einem christlichen Gewissen, die Verfolgung derer hat niemals aufgehört. Wieso hat denn dann die Macht des Antichristen bitte irgendwo aufgehört? Nein, 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 das ist eine Falschlehre, die ich auch in zukünftigen Videos und anderen Serien rechtsetzen werde, zurechtsetzen werde, korrekt korrigieren werde. Ja? Das ist nicht so. Und man sieht es heute, wenn man mit offenen Augen durch die Welt heute in den 2020er Jahren geht, dann sieht man es doch mit offenen Augen, wie überall auf der Welt, in dem einen Land mehr, in dem anderen Land weniger, aber in jedem Land ganz sicher. Der Druck auf die Bevölkerung durch die Regierung nur zunimmt. Und wenn man halt versteht, dass die Regierung unter der Fuchtel der Kirche ist, dann versteht man auch, dass zwischen, was wir hier lesen, im 12., 13., 14. Jahrhundert und heute im 20. Jahrhundert nichts verändert ist. Die Kirche ist semper e adem. Ihre Politik ist unveränderlich, wie sie selber. Der Teufel ändert sich nie. Er verfolgt die Heiligen Jesu Christi, wie in der Bibel in Offenbarung 18 geschrieben steht. Und Offenbarung 17. Und an vielen anderen Stellen. Und deswegen ist es immer wichtig, neben solchen Büchern zu lesen, auch unsere Bibel zu lesen. Ich werde die Lesung für heute hier abschließen. Wir sind auf Seite 432 mit diesem Thema gekommen. Und wir gehen nächstes Mal in Bischöfe und Sachverständige. Aber es war ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass wir hier sehen, wie die Kirche es geschafft hat, den Staat zu seinem Knecht zu machen. Und der Knecht tut eben alles, was sein Meister ihm sagt. Damals, vor 800, 900 Jahren, genauso wie heute. Bis zum nächsten Mal. Lest eure Bibel. Maranatha. O allmächtiger Herr und Gott, wie gar lieblich sind dein Gebot, über alles Gold so reine. Du wirst geehrt alleine in deiner heiligen Gemeinde. Dein Wille ist uns offenbar, die Wahrheit leuchtet hell und klar in allen Kreaturen. Gott hat uns auserkoren, dazu noch neu geboren. Der Himmel und das Firmament uns zeigen die Werke seiner Hand. Wie groß ist seine Ehre im Land und auf dem Meere. Das wollen die Werke uns lehren. Die Werke Gottes sind überall, auf hohem Berg, im tiefen Tal, auch in den ebenen Feldern, die Vögel in den Wäldern tun uns die Wahrheit melden. Ein jedes Werk preist unseren Gott, weil er so gut erschaffen hat. Der Mensch tut's auch.
der Wahrheit widersprechen. Gott wird es an ihm rächen. Die Werke Gottes sind wunderbar, in rechter Ordnung immer da. Die soll der Mensch erfahren, Gott will's uns offenbaren, er soll sie auch bewahren. Darum hat Gott den Sohn gesandt, der uns die Wahrheit macht bekannt und auch den Weg zum Leben, damit wir danach streben. Sein Geist will er uns geben, der öffnet uns die heilige Schrift, wo Gott sein Testament gestiftet. In seinem Sohn, dem Reichen, will alle Welt erreichen. Mög niemand von ihm weichen. Den Tod er überwunden hat, ein wahrer Mensch und wahrer Gott. Mit Kraft hat er's bewiesen, die Wahrheit uns gewiesen. Darum gab er den Heiligen Geist, der dir ein Felgen Tröster heißt. Ins Herz will er's uns schreiben, dass wir in Christus bleiben, all Sünd und Last vermeiden. Der Geist, der